Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, wir düngen aktuell unsere Wiese Nummer 38, also Feld 38, kann man nehmen, wenn man will. Ich wohne beides, ne? Und wir werden jetzt beigehen, den nächsten Überladerwagen zum Hochfahren und da entsprechend reinigen und waschen und reparieren. So, hier ist das ganze Geschehen weniger kaputt, aber muss dazu sagen, der war auch neu, ne? Beziehungsweise war Schaden auf null, mehr oder weniger. Der andere hat ja, glaube ich, 3% gehabt oder so. Kann man so nicht vergleichen, weil beide haben eigentlich das gleiche gefahren, ne? Also von der Gewehrzahl. Den werden wir jetzt auch zu Holztrocknung fahren. Das Gras darf noch ein bisschen wachsen. Und in der späten Sommer nochmal düngen, also versuchen wir nochmal zu düngen. Wird nicht klappt, gut, da haben wir recht gehabt. Aber ansonsten nochmal düngen und dann nachher irgendwann mähen, ne? Ja, wann genau? Wollen wir sehen, ne? Die Ernte ist ja auch in Gefahr. Er meldet schon wieder Regen an, ne? Aktuell trocken, aber. Aber es ist Regen angesagt, ne? Und Regen ist schlecht. Bei Stroh und der Stroh gar nicht mal, aber hier. Die Ernte geht halt nicht bei. Wenn es zu nass ist. Wo im Sommer ganz getrocknet. Wenn nicht. Gute Hoffnung, dass es auch entsprechend dann auch fertig wird. Wie gesagt, den Grasanhänger noch mal schön. Reinkippen in den Heutrocknung und dann nachher mal sehen, dass wir da. Könnten wir gleich eine Fuge Silage mitnehmen zur Mischfutter. Das könnte man machen. Brauchen wir sowieso. Dann kippen wir aus dem Heu rein und dann geht das gleich weiter zur Silage. Ach nu. Da hatten wir heute Nacht ja, Regen gehabt. Wäre das mit Heu schön in die Hose gegangen, sind wir so, ne? Und selbst wenn es heute trocken gewesen wäre, hätte sich der Pack auf dem Feld mehr oder weniger aufgelöst. Das wäre äußerst schlecht gewesen. Wir haben mittlerweile, ja, das ging mir locker 1,5 Millionen Liter Heu fast, ne? Also nicht ganz, aber fast. Nur einmal das machen, so eine Aktion, Heu und Silage, man muss so sagen, beides zusammen, einmal geht nicht. Also, ein wird zu viel, ne? Das ist zu schnell. Und so haben wir wenigstens gut ja, verstaut. Ne? Können wir auf 5 gehen, die Geschwindigkeit. Das meiste haben wir fertig, gedüngt ist es nur fast. Und das schaffen wir jetzt auch noch. Wir werden das Mischfutter jetzt voll machen mit Silage und mit Heu. Das können wir jetzt machen. Das muss sowieso gemacht werden, damit nachher Platz ist für das nächste Gras. Ne? Mischfutter ist voll, aber wir kriegen noch alles rein hier. Naja, alles, sag mal, viel kriegen wir rein, ne? An Silage und so, ne? Dann kann es verarbeitet werden. Wir müssen hier stehen bleiben, ne? Also Silage und eine BGH ist ja die Ausnahme, ne?
werden wir das Silo nehmen. Da fahren wir jetzt außen lang. Genauso mit Heu, das können wir noch entsprechend verteilen. Ne? Dann haben wir ja Platz hier für die nächste Produktion, ne? Also für die nächste Gras. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Sonst haben wir hier ein Problemchen. Ne? Entschuldigung. Sonst könnten wir am nächsten Jahr auf Gras verzichten, wenn wir genug haben. Ne? Dann könnten wir mehr Getreide anbauen. Ne? Das müssen wir nicht so mehr machen. Aufgrund der Fruchtfolge, ne? Da wo es Gras ist, kann man ja das Getreide aufbringen, ne? Also Weizen oder Gerste ist ja egal. Oder Hafer geht auch, ne? Da wo es dann Blumen waren, könnte man Raps aufbringen, ne? Schöne Grasilage. Kühe freuen sich. Kälber haben wir noch. Umstall. Naja, gut, das können wir auch morgen machen. Ne? Machen wir so eine Runde. Ein, zwei Mal noch und dann ist voll. Und dann können wir den Rest mit Heu noch reinbringen. Oh, Lohnzahlung hier, das ist hier schön, ne? Ich hatte früher mal null gehabt, ne? Haben wir jetzt Heu, ne? Schönes Heu. Haben wir Glück gehabt, wenn sich dafür so doch entschieden haben mit der Trocknung. Da bist du wetterunabhängig und hat zwar ein bisschen Geld gekostet, kostet auch ein bisschen Unterhalt, ne? Ist ja nicht umsonst. Aber was feststeht, wir haben keinen Verlust, ne? Von der Ernte her. Durch die Fläche, die er nun liegen lässt, ist mein Fehler gewesen. Also wie gesagt, ich muss den Mähfuzzi sagen, du fängst in der Mitte an oder zumindest der Schwatten in der Mitte, ne? Nee, wäre kein Problem. Das sei denn, ich mache, lasse die Fahrzeuge jetzt mal sehen. Das nächste Mal mähen mit Einverband. Und dann muss ich halt die Fahrzeuge in der Mitte anwenden. Also fahren. Also. Dann geht's auch. Oder einen zweiten Kroner dazu holen, wenigstens mal mieten. Und dann beide im Verband arbeiten lassen. Dann ist es schneller fertig. Und dann können wir auch früher sammeln. Und dann können wir auch wieder früher düngen, ne? Das ist ja kommt dann auch noch zu, ne? Mit 3 Tagen ist es ein bisschen enger von der Zeit her und da ist es hilfreich, wenn es dann ein bisschen schneller geht. So, Heu und Silage kann auch viel rein. Soll auch, das soll auch leer gemacht werden, klar, ne? Also. Vielleicht können wir uns irgendwann noch mal ein paar Kühe kaufen, einen Stall noch dazu, einen zweiten. Für eine andere Rasse, eine Fleischrasse zum Beispiel, die Braun oder so, ne. Ach, na gut, nehmen wir Silage, ist auch egal. Ist ja auch egal. Müssen wir auch ein bisschen, schon wieder Regen. Also hat er angesagt, stimmt ja. Wenn es jetzt regnet, ist ganz gut. Dann haben wir jetzt 7:45. Dann kann es vielleicht noch heute Nacht aufhören. Da hat sich ein Gras erholt und gewachsen. Neue Kälber gekriegt.
Hier sieht nicht so aus. So, hier. Hast du neu geboren. Lass mal regen. Jetzt müssen wir so nachdenken. Wetter. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht ja nach Hochwasser aus. Oh je, das ist die Scheiße. Und das Einzige ist hier, mit Busch 10 ist, wo wir sagen könnten, okay, hier 80%. Ey, hoffentlich irrt sich der Wetterbericht. Hier Freitag ist von 0. Mal überlegen, das ist jetzt heute, ist klar, ist heute Montag, Dienstag, also das wäre Ende Sommer. Oh, ich dachte, es gibt nur heute Nachtregen und also die nächsten Tage Regen. Ach, Herr Jemine. Das wird lustig. Na, das ist hier heute trocken ja genau richtig gewesen. Also, das hätte ich ja gerade hingekriegt mehr mit meinem Gas. Und das ist ja das andere Nebenerwerb, die Getreide. Risiko. Wenn man trocken ist, wenn alle drei Maschinen arbeiten, dann geht es ja richtig zügig. Ne? Jeder ein Feld. Naja. Irgendwann repariert das hier. Naja, das hat schon ein paar Jahre, das Lenkrad. Also das 19 ist bald 2 Jahre alt. Das habe ich schon 17er gehabt. 4 Jahre, 2 Jahre Lenkrad. Gibt da nicht mal was Neues? Was Besseres? Besser gibt es doch gar nicht. Bist du zurzeit nicht. Jo. Fahren wir nur Gras und Heu, ne? Und Silage, ne? Aber anders geht's nicht, also muss ja gemacht werden. Müsste mal einen Autokurs einfahren, ne? So. Müssen wir gucken, ob das funktioniert von der Position. Das lohnt sich ja fast fahren zu lassen, ne? Fast. Müssen wir hier eine Straße bauen? Die müssen wir nur Abladepunkt aktivieren, weil er hat hier im Prinzip einen Konflikt, sagt man so. Aber links ist ja wieder ein B-Ladepunkt, ne? Falls zerfällt, also es kann sein, dass daran liegt, ne? Also wenn das zur gleichen Zeit B-Laden entladen kann, kann sein, dass er durchfährt, ne? Ich kann auch verkehrt liegen dabei. Ich weiß es nicht. So gut kann ich mir auch nicht aus. Da muss man halt vieles testen, probieren, ne? Ey, so ein Sauwetter. Aber die Sonne scheint. Ob das im LS 21, Anführungszeichen 22, besser sein wird? Ist ja eine Frage des Wollens, ne? Wie es dann nun genau geht, das ist ja eine andere Frage, aber kann das Programm das machen? Beyond the Energy. So, beenden. Wir testen das mal, ne? Also Abfahrer, Beladung und Startpunkt. Muss das also normalerweise sein.
ist eh nur Heu. Kann man nichts verkehrt machen. Ne? Sonst ist das, in einer anderen Lage ist es dann blöd. Ne? Das kann sein, dass es heißt, oh, das haben wir nicht. Ne? Also plötzlich hast du dann das drinne, was du gar nicht haben willst. Ne? Gut, da kippt man es wieder rein, ne? Bei normalen Lagern. Ne? Ist auch kein Problem. So. Wenn das jetzt funktioniert, nicht so laut, wenn jetzt funktioniert, dann können wir das auch entsprechend mal speichern. Ne? Aber einen niedrigen Aufgang kann man ja auch jemand überlassen. Ne? Ja, also aktiv Helfer zum Beispiel. Ne? Brauchen wir jetzt 25 km/h? Also ich ganz gut hier. Ja, Regenwetter ist schlecht. Anführungszeichen. Aber das können wir nicht aussuchen, ne? Wir müssen neue Wetterdaten beziehen. Soll trockener und heißer werden normalerweise. Bin ja gespannt. Aber fährt durch. Das ist ja negativ, ne? Beziehungsweise schlecht. Da muss ich jetzt mal gleich sagen, ich muss mir gleich löschen, so gut ist, ne? Er hat den Abladepunkt erreicht. Und jetzt gibt er hier rein ins Lager. Also. Ja, das war schön geübt. Ne? Jetzt nur das entsprechend aufladen und wieder nach hier hinfahren. Ne? Das heißt, VB. Von daher. Wir sammeln es ja auf, ne? Ich darf einen Sammelwagen haben, kann normal. Aber das Heu wird jetzt durch den Regen weniger, ne? Alles gut, das wird nicht ganz so klar gefallen. Wir laden es ja gleich wieder auf. Also Abladepunkt ist im Grunde verkehrt. Und wieder bin ich schlauer geworden. Wer ist fertig? Am Düngen. Muss er erstmal hier fertig werden. Ich kann das Chaos nicht verlassen. Gut, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Also seid mal schön und winke-winke. Ciao, ciao. Vielleicht schaut ihr morgen wieder rein. Würde mich freuen. Also vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.